Bläue oder auch Blaufäule manchmal genannt, ist eine Verfärbung des Holzes. Für das menschliche Auge wirkt diese Verfärbung meist blau bis grau. So zu sehen an diesem Bauholz, an diesem Rauschbund, der so aus dem Baumarkt geliefert wurde. Bläue ist ein Fehler am Holz. Es ist somit quasi beschädigtes Holz. Verwenden kann man es trotzdem. Es ist statisch in dem gleichen Zustand oder in einem kaum schlechteren Zustand nach einem Bläuebefall wie ein unbefallenes Holz. Typischerweise passiert dies bei Nadelgewächsen wie Kiefern und Fichte des Öfteren. Die Bläue wird durch Pilze hervorgerufen. Sie ist aber nicht zu verwechseln mit der Baumfäule. Weder Weißfäule noch Braunfäule hat irgendwas damit zu tun. Diese Fäulen zersetzen das Lignin oder auch die Zellulose des Holzes. Damit ist die Statik nicht mehr gewährleistet. Die Blaufäule zersetzt diese Stoffe nicht. Die Blaufäule oder die Pilze, die dahinter stehen, zersetzen Stärke, Eiweiße und Zucker. Somit haben wir die Blaufäule in der Regel nur in einem Bestandteil des Holzes, direkt unter der Kambiumsschicht, unter der Haut. Wenn wir jetzt einen Baum mit diesem Durchmesser uns vorstellen, dann ist es quasi der äußere Ring, die äußeren 2 cm des Frischholzes, die direkt unter der Kambiumsschicht sind, die am meisten Nährstoffe transportieren, Wasser transportieren, die werden in der Regel befallen und dieser Teil wird als Splintholz bezeichnet. Der innere Teil, der innere Kern eines Baumstammes ist in der Regel nicht betroffen. Häufig passiert der Befall erst nach dem Zuschnitt, wie das hier zu sehen ist, was leider dann auch dazu geführt hat, dass der Befall auch im Inneren vorhanden ist und wir nicht mit Schleifen oder Hobeln das Material wieder in den ursprünglichen Farbton versetzen können. Das heißt, der Pilz hat sich schon im Inneren des Holzes ausgebreitet und man schneidet es entweder weg und tut es auf den Müll oder man lebt beim Arbeiten mit diesem verfärbten Holz. Denn es ist statisch nicht beeinträchtigt und der einzige Unterschied zu dem Holz, das nicht vom Schimmel befallen ist, ist eine eventuell stärkere Feuchtigkeit, der man durch Trocknen begegnen kann, womit man auch den Pilz tötet und eventuell auch eine stärkere Saugfähigkeit des Holzes, was bei Imprägnierung oder Lackierung des Holzes zu Problemen führen könnte. Wenn die Bläue im lackierten Zustand auftritt, dann sollte man sich natürlich über die vielleicht schon beschädigte Lackierung Gedanken machen, über die Feuchtigkeit, die vielleicht darunter eingeschlossen ist und dass die Bläue ja natürlich auch irgendwo eine Gefahr darstellt und dass natürlich die beschädigte Oberfläche des Holzes und der schon vorhandene Feuchtigkeitseintrag auch der Nährboden für weitere Pilze oder halt auch die Holzfäule sein kann und somit auf Dauer eine stärkere Beschädigung des Holzes möglich ist. Verwenden werden wir dieses mit Bläue befallene Holz natürlich nicht mehr, da ein derartiger Fußboden mit so stark befallenen Holzelementen doch nicht wirklich schön aussehen würde. Da sind wir natürlich beim Punkt, es ist ein ästhetischer Mangel. Und 2000 zur Weltausstellung Expo in Hannover hat man ganz großen Wert darauf gelegt, viel mit Holz zu arbeiten und das Holz nicht zu imprägnieren. Da ist man von vornherein darauf aus gewesen, dass das Holz von Bläue befallen wird und sich sukzessive verfärbt. Somit kann man die Bläue auch als Stilmittel verwenden. Zumal wir im Außenbereich regelmäßig derartige Verfärbungen an Holzbauten vorfinden, weil die Imprägnierungen aus Farbe und aus Lack zerfallen und Risse bilden. Wer jetzt seine Werkstoffe und sein Bauholz kauft, der muss natürlich darauf achten, dass die Qualität gewahrt ist. Bei einem solchen Türblatt oder bei einer Zarge erwarten wir komplett bläuefreies Holz. Im Gegensatz dazu muss Bauholz an sich nicht zwingend bläuefrei sein. Bei Rauschbund, das heißt bei Dielenboden, ist bei der Güteklasse A natürlich nicht zu erwarten,
dass wir auf der Oberfläche der gehobelten Seite Bläubefall vorfinden. Auf der Rückseite kann man durchaus damit rechnen. Bei Holz der Klasse B kann es in geringen Mengen vorkommen. Auch auf der Hobelseite ist es durchaus legitim. Man muss mit derartigen Verschnitt oder Abfall rechnen. Insgesamt ist bei Bauholz damit zu rechnen, Bläubefall vorzufinden. Es ist in der Regel kein Reklamationsgrund.